Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wie baut man was? Und heute bauen wir mal wieder ein modernes Haus, aber auf 10x10 Blöcken mit 3 Etagen. Sieht sehr gut aus. Wenn es dir gefällt, kannst du das Video gerne liken, wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Aber wir bauen sofort los. Für unser 10x10 modernes Haus haben wir hier erstmal eine Platte mit Steinstufen und Stonebricks immer im Wechsel, damit man einfach so ein kleines Muster hat. Und wir brauchen weißen Beton, Quarztreppen, grauen Beton, weiße Glasscheiben, schwarze Glasscheiben, Schwarzeichenholz, Tür und Quarzstufen habe ich vergessen. So, dann nehmen wir grauen Beton, fangen hier vorne rechts an, machen hier einen Block, lassen einen frei, wieder einen Block. Dann nehmen wir die Treppe, machen die hier so kopfüber dran und zwar 3 Stück. Dann gehen wir noch 2 nach hinten und dann einen nach innen. Hier lassen wir frei und dann gehen wir hier so rum. Man kann hier auch 2 freilassen, wenn man eine Doppeltür möchte. Dann gehen wir hier einmal komplett rum. So und so. Die letzten 3 werden wieder grauer Beton, frei, grauer Beton. Den grauen Beton ziehen wir hier rum und jetzt machen wir mit weißem Beton erstmal 2 Schichten hier drauf. So. Hier können wir oben zumachen, weil da kommt die Tür rein. Dann hier nochmal. Und hier nochmal. So. Dann kommen wieder Treppen drauf. So. Weil das Ganze sieht jetzt so ein bisschen abgerundet aus. So ein bisschen wie so eine angedeutete Kugel, die auf dem Boden steht. Und das finde ich, ehrlich gesagt, sehr, sehr cool. Jetzt machen wir hier den grauen Beton erstmal 4 Blöcke hoch. So. Und jetzt nehmen wir uns Quarzstufen. Die machen wir hier oben einfach als Decke rein. Ganz easy. Aber auch nur so weit, wie das Quarz geht. Oder der helle Bereich. So, in den grauen Betonbereich machen wir das noch nicht rein. Okay, jetzt nehmen wir einmal Quarztreppen. Und wir stellen uns vor, wir sind hier in unserem Haus. Können hier reinlaufen. Und wir lassen, also wir gehen ganz an der Wand hier, gehen wir hier rüber. Und machen dann da eine Treppe hin, sodass wir hier einen Block haben. Dann gehen wir hoch. So. 4 Blöcke. Ganz simpel. Hier machen wir wieder so grauen Beton. Und dann machen wir hier drunter erstmal Treppen. Das ist schon mal gut. Jetzt nehmen wir uns grauen Beton, ziehen das Ganze hier erstmal noch eine Reihe höher. Und dann können wir unsere Quarztreppen nehmen und setzen die wieder am grauen Beton. Nee, weißer Beton. Entschuldigung, nicht Treppen, weißer Beton. Und setzen den hier wieder an. Also wir lassen hier vorne diese 3 frei. Diese 2 Blöcke und die Treppe. Und gehen dann hier mit weißem Beton erstmal einmal rum. Das ist schon mal gut. Das Ganze machen wir jetzt 5 Blöcke hoch. So. 3, 5. So. Sehr gut. Dann müssen wir natürlich wieder die Quarztreppen oben drauf machen, so wie wir das unten bei der Etage auch gemacht haben. Und hier natürlich einmal rum. So. Und jetzt den grauen Beton so hochziehen, dass wir 2 Blöcke unter der Quarztreppe bleiben. Also noch 2 Reihen drauf. Gut. Jetzt müssen wir gucken. Hier vorne machen wir so ein Fenster rein. Und darüber machen wir so eine Tür. Neben der Tür machen wir ein 2x3 Fenster, sodass unten noch eine Reihe weißer Beton ist und oben noch eine Reihe weißer Beton.
Dasselbe Fenster machen wir auf der Rückseite auch. Wir lassen außen den Block frei und haben oben noch eine Reihe und unten noch eine Reihe. So. Jetzt gehen wir einmal ins Haus rein. Machen hier gegenüber von diesem einer Fenster, machen wir hier auch ein Fenster. Das heißt, wir haben hier rechts noch einmal weißen Beton, also lassen wir links auch einmal weißen Beton. Und auf der Wand lassen wir von rechts 1, 2, 3 Blöcke frei und machen da noch ein Fenster hin. Weil das ist dann von außen so leicht versetzt. Finde ich ganz gut. So, jetzt haben wir die Fenster auch schon mal. Jetzt gehen wir hin mit dem grauen Beton, machen hier oben die Ecken. Und dann kommt in das ganze Ding weißes Glas rein. Hier oben ist das eine Geschmackssache. Hier möchte ich noch eine Terrasse draus machen. Deswegen nehme ich hier jetzt wieder grauen Beton. Man kann da aber auch Glas reinmachen, dann kann man da reingucken von oben. Das ist auch sehr schön. In alle anderen Fenster kommen schwarze Glasscheiben, damit wir immer dieses Weiß-Schwarz-Kontrastmuster haben. So. Jetzt einmal Quarzstufen und damit machen wir hier oben das Dach, aber auch einen nach oben versetzt. Das kann man dann gleich schön von außen sehen. So, gibt wieder so ein bisschen abgerundet. Dann nehmen wir die Quarzstufen nochmal und machen genau über der Tür hier ein 3x3 Vordach. Und schon sieht das Haus sehr verwinkelt aus, obwohl es das gar nicht ist. Und das fand ich sehr schön. Jetzt nehmen wir schwarze Glasscheiben, gehen hier neben die Tür und machen hier noch so eine Umrandung. Schon haben wir da eine kleine Terrasse. Oder Balkon. Nee, ich glaube eher Dachterrasse, ne? Egal. Hier oben nehmen wir weiße Glasscheiben, setzen hier an. Und gehen dann hier so einmal rum. Und da wieder dran. Jetzt machen wir hier gerade die Tür. Da musste ich mich einmal kurz räuspern. Ich bin leider leicht erkältet. Aber gut. Jetzt haben wir da die Tür. Hier können wir jetzt die Treppe hochgehen. Und machen hier an der letzten Treppenstufe so. Dann kommen wir nämlich hier rein. Hier kann man eine Pflanze hinstellen oder sonstiges. Und dahinter würde ich zumachen. Hier oben müssen wir noch irgendwie auf das Dach kommen. Dafür machen wir einfach hier so eine Treppe runter. Dann kommt man nämlich hier auch noch hoch und den Rest schließen wir mit weißem Beton. Hier können wir auch eine Tür draufstellen. So rum. Einmal gedreht und auf den grauen Beton. Schon hat man hier auch eine Tür. Kommt hier rein. Hier kommt noch eine Tür hin. Man kommt hier hin. Man kann hier runter gehen. Und hier unten hat man eine Menge Platz. Jetzt können wir hier vorne noch ganz, ganz einfach so ein bisschen Tropenbaumlaub oder irgendein Laub nehmen, den wir dann noch so hier hin machen, damit man noch so einen kleinen Eingang hat. Und damit steht unser modernes Haus. Wie das Ganze eingerichtet aussieht, das schauen wir uns jetzt an. So sieht das Ganze dann eingerichtet aus. Wir gehen einfach mal rein. Sehen, wir haben hier einfach eine Seelaterne in der Decke. Ich habe versucht, mal eine etwas rötliche Küche zu bauen. Einfach mit so ein paar Hängeschränken, einem Ofen, Kessel, wo jetzt noch Wasser reingekonnt hätte. Und hier vielleicht noch einen Haken hin, damit es ein bisschen mehr aussieht wie ein Waschbecken oder wie eine Spüle. Kühlschrank, Werkbank und so ein Tischchen, wo man dran essen kann oder arbeiten oder was auch immer. Hier kann der Besuch seine Jacke oder was auch immer auf- und abhängen. Hier hat man so eine kleine Ecke, wo man sitzen und Fernsehen gucken kann. Also wirklich ganz, ganz einfach eingerichtet, aber doch schon funktionell. Hier ist einfach nur so eine Stehlampe, die kann man auch, wenn man will, noch so machen. Dann kommt man hier rein. Hier ist ein kleines Schlafzimmer, wo meines Erachtens nach sogar ein bisschen Teppich fehlt. So, nicht unbedingt schwarz, nehmen wir mal grau, weil hier die Seelaterne noch durchguckt. Kann man ja so machen. Ein kleines Schlafzimmer mit Bett, Blümchen, Bild, einer Truhe, da oben so eine Liesewand und noch ein paar Blümchen. Und wenn man im Bett liegt, hat man da den Fernseher. Hier hat man einen kleinen Kleiderschrank.
Und hier hat man diese ganz einfache Dachterrasse, die kleine, mit einem Stuhl, wo man sich hinsetzen kann, nimmt sich einen Kaffee, ein Buch, mega entspannend. Und dann kann man hier noch hochgehen und hier oben ist halt im Prinzip auch ähnlich, einfach zwei Stühle mit so einem kleinen Tisch dazwischen, wo man irgendwas draufstellen kann und einem kleinen Sonnenschirmchen. Ich würde hier vorne aber ehrlich gesagt noch eine Blume hinmachen, damit das Ganze so ein bisschen was Grünes bekommt. Machen wir so und hinten auch nochmal, damit man einfach so ein bisschen mehr Farbe hat. Aber ansonsten ist das unser kleines 10x10 modernes Haus. Ich hoffe, dir hat das moderne Haus gefallen. Wenn ja, dann würde es mich freuen, wenn du das Video likest und wenn du noch nicht geschehen, den Kanal abonnierst. Von meiner Seite heißt es vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Minecraft. Wie baut man was? Ciao mit V.